Ja, freie Software vom Sollen zum Wollen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr zurück aus der Mittagspause gekommen seid und nicht im Suppenkoma versackt seid. Ich bin Christian Nehle von Dofos. Im echten Leben bin ich Verwaltungsfachwirt und erwerbsarbeite für die Stadt Dortmund für die Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung des Umweltamtes. Als ich das erste Mal von Bits und Bäume gehört habe, sind auch direkt meine beiden Herzen in der Brust angefangen zu hüpfen. Eben die Bäume durch meine Erwerbsarbeit im Umweltamt, im Klimaschutzbereich und die Bits eben aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit für freie Software, konkret bei Dofos. Und für Dofos bin ich auch heute hier und freue mich, dass ihr auch da seid und dass ich zu euch sprechen kann dazu. Dofos, das ist die Initiative für den Einsatz freier und quelloffener Software, freie und Open Source Software. Kurz FOSS bei der Stadt Dortmund. Daher ist schon mal der FOSS-Anteil in unserem Namen, also ist so eine Funktionsbeschreibung. Und das Do, das kommt daher, dass die Stadt Dortmund leidenschaftlich alles mit Do auch abkürzt, nicht nur auf Kennzeichen, sondern auch zum Beispiel unser Dortmunder Systemhaus, der stadteigene IT-Dienstleister, heißt Dosis. Unser Callcenter heißt Do-Line. Die Wirtschaftsförderung macht ein Projekt, das heißt Do-Project. Und das Online-Bürgerportal, das heißt Do-Map. Und da dachten wir uns, da blenden wir ja wunderbar ein, wenn wir uns dann Dofos nennen. Und es hat den Charme, dass es im Englischen auch noch ein Imperativ ist: Do-Foss, also macht mehr Foss. Drei kurze inhaltliche Aspekte zu Dofos, um uns einordnen zu können. Erstens, die Menschen hinter Dofos, die kommen aus der Informatik, der öffentlichen Verwaltung, so wie ich, und der freien Softwarebewegung. Zweitens, wir denken, als Gesellschaft benötigen wir eine öffentlich-rechtlich steuerbare Digitalisierung, zum Beispiel um Grundrechte zu garantieren. Und freie Software sehen wir hierfür als den Grundbaustein an. Drittens, nicht zuletzt denken wir Software als Gemeingut. Denken Sie hier zum Beispiel an die Kampagne der Free Software Foundation Europe, Public Money, Public Code. Also wenn ich öffentliches Geld in die Hand nehme, dann möchte ich auch den Return of Investment in Form des Quellcodes haben. So ist dann auch sichergestellt, dass der Software-Einkauf dem Gemeinwohl dient und dass nicht das Geld in private Strukturen abfließt und man es nie wieder sieht. In Dortmund befinden wir uns mit Dofos derzeit auf dem Weg für freie Software vom Sollen zum Wollen. Und Dofos arbeitet dazu zusammen mit der Stadt Dortmund in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, der Arbeitsgruppe Freie Software, an einer Potenzialanalyse eines systematischen freien Software-Einsatzes. Welchen Weg haben wir genommen? Welchen Weg hat Dofos genommen? Und wie können Erfahrungen und Ergebnisse für andere Kommunen genutzt werden? Wie kriegen wir also eine Übertragungsleistung hin? Und wie kommen wir beim kommunalen freien Software-Einsatz insgesamt vom Sollen zum Wollen, also ins Handeln rein? Darum soll es heute gehen, um Antworten auf diese Fragen. Das alles in ungefähr 30 Minuten. Insofern erlauben Sie mir einen gestrafften Ansatz, so ein bisschen stichwortorientiert, indem ich einfach mal durch so einen bunten Blumenstrauß an Aspekten gehen möchte. Und sollte ich für Sie zu zügig über irgendwas hinweggehen, können wir auch gerne noch im Nachhinein über alles Mögliche sprechen. Was ich spiegeln möchte und was ich auch nur spiegeln kann, sind die subjektiven Erfahrungen, die wir eben in Dortmund gemacht haben. Unsere Arbeit dokumentieren wir auf unserem Blog auf dofos.de. Und zwar dokumentieren wir weniger für die Außenwelt als im Grunde auch viel mehr für uns selbst. Denn manchmal stellt es sich doch als gar nicht so einfach heraus, gemeinsam etwas schriftlich festzuhalten. Da wird auch im Schreibprozess dann erst manches erstmal klarer für die Gruppe auch. Und das schafft dann auch ein gemeinschaftliches, stabileres Bild und damit dient unser Blog uns selbst eigentlich auch als Wissensmanagement und alle Abenteuer, die wir sozusagen auf dem Weg vom Sollen zum Wollen erlebt haben, finden sich dann da eben dokumentiert zum Nachlesen. Gleichzeitig ist natürlich auch eine Idee dabei, dass andere von unseren Erfahrungen profitieren können. Unsere Inhalte sind dementsprechend alle CC0, also gemeinfrei und wenn irgendwas für euch dabei ist, dann ist das gerne nutzbar. Für den Kurzvortrag jetzt will ich annehmen, dass freie Software im Grunde bekannt ist. Deshalb möchte ich auch weniger die Eigenschaften von freier Software vorstellen und diskutieren, was natürlich stets auch einen eigenen Vortrag wert ist, sondern mehr sozusagen auf das Wie, auf den Weg dahin jetzt gucken. Nur um sicherzugehen, dass wir auch jetzt bei diesem Angucken so eine ungefähr gleiche Idee haben. Hier noch einmal kurz die Definition, die vier Eigenschaften von freier Software, wie die Free Software Foundation Europe freie Software versteht.
Erstens ein Programm, die Freiheit, ein Programm für jeden Zweck auszuführen. Die Freiheit, die Funktionsweise eines Programms zu untersuchen und an seine eigenen Bedürfnisse anzupassen. Diese beiden Freiheiten, die kann man auch so als individuelle Freiheiten, finde ich, ganz gut einordnen. Es geht eben darum, dass ich lernen darf, dass ich verstehen darf, dass ich mit etwas umgehen darf. Die dritte Freiheit ist es, Kopien weiterzugeben, um damit den eigenen Mitmenschen zu helfen. Und die vierte Freiheit ist, ein Programm verbessern zu können und die Verbesserung wieder an die Öffentlichkeit auch weitergeben zu dürfen, sodass die gesamte Gesellschaft im Endeffekt davon profitiert. Diese beiden Freiheiten, die würde ich eher so als gesellschaftliche Freiheiten einordnen, und aus dem Behördenkontext, aus dem Blickwinkel des öffentlichen Dienstes, würde ich sagen, dass es da eben auch darum geht, dass eine Institution, dass eine Behörde auch lernen darf und auch anfangen darf, mit der Software umzugehen. Die vier Eigenschaften von freier Software, die erlauben uns also, eine Kontrolle über unsere immaterielle Infrastruktur zu erhalten, die zu kontrollieren. Wenn wir das jetzt so grob einteilen wollten, hätten wir sozusagen die Leitungen, das wäre die Infrastruktur, die Hardware. Da fände ich schon komisch, sich vorzustellen, dass die verkauft werden würde. Man denke da nur an die Debatte um den Verkauf von Kanalnetzen. Und das, was eben in den Leitungen läuft, die Software, die gehört ja auch zur Infrastruktur, und die müsste auch unter der Kontrolle des Gemeinwohls sein. Also der öffentliche Dienst, der müsste darauf zugreifen können. Ansonsten laufen wir eben auch in die Tendenz rein bei zunehmender Digitalisierung, dass wir einer autoritär-administrativen Tendenz gegenüberstehen. Die Definition für freie Software, das ist eine erste wichtige Station auf dem Weg vom Sollen zum Wollen, denn es geht darum, ein gemeinsames Vokabular zu schaffen, ein gemeinsames Grundverständnis. Wie könnten wir sonst in der Debatte proprietäre Software von freier Software abgrenzen? Oder wenn man ein bisschen genauer hinguckt, wie könnte man zum Beispiel freie Software sonst von Freeware abgrenzen? Also definieren am Anfang ganz wichtig. Die Definition freier Software, die wurde gemeinsam mit der Definition für offene Standards auch von der Free Software Foundation Europe für die Stadt Dortmund übernommen. Und dies ist bereits eine zweite wichtige Station, denn damit ist die Definition oder sind die beiden Definitionen in einem ganz breiten zivilgesellschaftlichen Konsens verankert. Sie existieren nicht nur jetzt isoliert in einer Institution, sondern sie entspringen eben dem Gemeinwesen, und das macht das Ganze auch viel verwurzelter. Ja, ein kurzer Blick, bevor es sozusagen an die Hard Facts geht, so persönliche Zutaten, die ganz wichtig sind, um freie Software auch administrativ vom Sollen zum Wollen zu bringen, zumindest in meiner Erfahrung. Da steht ganz vorne, wie bei so ziemlich jedem Engagement, dass man sich selbst abverlangt, ist einmal Spaß, dass man Spaß daran hat, und auch im Speziellen Spaß am Umgang mit Vorbehalten. Vielleicht haben Sie selber schon mal so eine freie Software-Debatte irgendwo geführt. Da schlägt einem ja ganz vieles entgegen. Zum Beispiel ist ein Hobbyprodukt, kann nichts Ernsthaftes aushalten. Dann muss man damit auch umgehen. Da muss man die Leute auch abholen und nicht nur gegeneinander gehen. Und dabei geht es eben auch um ein kritisches Gegeneinander für Aufklärung. Also nicht nur so rein konfliktträchtig, sondern es geht eben immer um das Ziel der Aufklärung, auch wenn es dabei mal kritisch zur Sache geht gegeneinander. Um auch kritisch sein zu können, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns ständig selbst hinterfragen. Das ist zumindest so der Anspruch, den wir selber verfolgen, auch selbstkritisch zu sein. Und das ist natürlich besonders wichtig, je konfliktträchtiger das Engagement für freie Software sein mag. In dem Zusammenhang fordern wir auch Standards von uns selbst. Es geht also darum, auch Ansprüche an uns selbst zu formulieren. Ein Anspruch zum Beispiel, den wir durch freie Software an öffentliche Institutionen verwirklichen wollen, ist, dass sie eine gewisse Transparenz auch im Digitalen erreichen. Und so wollten wir auch als Organisation, als Dofos, möglichst transparent sein und dokumentieren auch alles, nicht nur im Blog, sondern auch im dahinterliegenden Projektmanagement-Werkzeug, um da auch Leuten den Einstieg zu ermöglichen oder uns selbst zu erinnern über all die Jahre, was wann wie gelaufen ist. Und nicht zuletzt, das auch nochmal vielleicht ein bisschen persönlicher, sind auch Freundschaften bei sowas ganz wichtig. Vertrauen und Rückhalt gehören auch dazu, denn proprietäre Beharrungskräfte, die können doch auch hin und wieder sehr entmunternd wirken. Das zu den persönlichen Zutaten. Am Anfang standen wir da und haben uns überlegt, wie gehen wir jetzt eigentlich auf die Stadt zu? Wie erklären wir unser Anliegen?
Und da hatten wir sozusagen nur eine Idee, keine verhandlungsfähige Struktur. Das ist gut, wenn die einer Stadt gegenübersteht, damit man da auch in den Dialog reinkommt. Also standen wir da und haben uns gesagt, okay, dann gehen wir jetzt zum Oberbürgermeister, erklären ihm das mal mit der freien Software, der wird das auch sicherlich verstehen und dann läuft das schon über die Zeit. Dann haben wir aber gemerkt, okay, selbst wenn der das gut findet, dann hat er immer noch eine ganze Struktur dahinter. In einer Großstadt auch wie Dortmund sind ja hunderte Mitarbeiter noch damit beschäftigt. Also geht es für uns auch darum, den Verwaltungsaufbau so ein Stück weit zu ehren. Also zu gucken, wer sind eigentlich die Beteiligten in diesem Prozess, wo sind die Entscheider, wie ist der Prozess aufgebaut, bis es überhaupt mal zu einem Oberbürgermeister gelangt. Das ist ja alles sehr hierarchisch da strukturiert. Und in dem Prozess zu gucken, wie ist der Verwaltungsaufbau gemacht, dann auch die Arbeitskultur kennenzulernen und die Verwaltungskultur. Denn die sind eben auch sehr lokal gebunden, die mögen überall anders sein. Als verhandlungsfähige Struktur ist man dann eben auch interaktionsfähig vor der Stadt und auch vor Partnern, damit man auch, sag ich mal, eine gewisse Möglichkeit ins Spiel bringt, Entscheidungen verfolgen zu können. Ups, da war ich zu weit. Wir haben uns als Initiative auch formal von der Stadt Dortmund als Bürgerinitiative anerkennen lassen. Das erleichtert unheimlich den Zugang, wenn man in der Form anerkannt ist, weil man als ansprechbare Struktur auch wahrgenommen wird. Und da ist sozusagen unser Lernelement, was wir daraus mitgenommen haben, auch eben möglichst vorhandene Strukturen zu nutzen, um nicht noch was Neues mit da reinzubringen, wenn man doch eigentlich nur über eine Sache, über freie Software sprechen möchte. Wir haben dann als verhandlungsfähige Struktur geguckt, wir würden gerne Kooperationsstrukturen aufbauen. Und da ist die wichtigste Lehre für uns daraus, alleine bringt man das nicht so weit unbedingt, bildet Bündnisse. Bündnisse sind für uns auf jeden Fall der Schlüssel und unser gesamtes Wissen und unsere Handlungsoptionen, die liegen sozusagen dezentral in diesem Wissen- und Handlungsnetzwerk. Ich würde einmal kurz durch die Kooperationspartner gehen, die wir da so über die Zeit angesammelt haben. Das sind zum einen die Free Software Foundation Europe, die hatten wir ja gerade schon über die Definition, also die Kernorganisation eigentlich in dem Bereich freier Software, da wo sich das Wissen auch um freie Software kristallisiert, da wo die Diskussionen stattfinden. Wir haben dann noch die FOSS AG, das ist eine studentische Arbeitsgemeinschaft der Technischen Universität Dortmund, die sich da auch für das Thema FOSS zusammengeschlossen haben. Und das finde ich sowieso spannend, dass es da so eine Aktivität gibt. Aber es ist für mich sozusagen damit auch die Frage verknüpft, wie bereiten wir eigentlich Studentinnen und Studenten in einem offenen oder halboffenen Lernumfeld auf eine proprietäre Wirtschaft vor? Das ist für einen Standort wie Dortmund, der sich auch gerne als IT-Standort etablieren würde oder noch weiter etablieren würde, schon eine spannende Frage irgendwie, ne? Wenn da so eine proprietäre Bildungsgrenze irgendwo drin hängt und man da einen Deckel drauf hat, wie weit man sich eigentlich bilden darf. Wir haben das offene Kommunen-NRW-Institut gewinnen können. Die machen viel mit Barcamps, also die versuchen Wissenshierarchien abzubauen. Da komme ich auch gleich nochmal im weiteren Verlauf drauf. Wir haben Verdi dabei. Ich bin selbst auch Mitglied bei Verdi, der Gewerkschaft, ist auch die weit verbreitetste Gewerkschaft im öffentlichen Dienst als Dienstleistungsgewerkschaft. Und Verdi versteht sich an der Stelle auch stark als Gewerkschaft der Gemeinwohlkümmererinnen und Kümmerer. Also es geht darum, auch den öffentlichen Dienst in seiner Leistungsfähigkeit zu erhalten. Das ist ja eine enorme Frage, vor der wir heutzutage stehen. Und da hat Verdi ganz konkret auch einen wichtigen Beitrag, wie ich finde, geleistet mit dem Berliner Manifest Öffentliche Dienste 2.0, wo es darum geht, die Daseinsvorsorge, so wie wir sie kennen, eigentlich auch zu sichern und dass das nicht alles verrottet an Infrastruktur, was wir haben, und dass sich das auch gut weiterentwickeln kann. Nicht zuletzt gibt es natürlich auch Mitbestimmungsrechte im öffentlichen Dienst, gesetzlich festgelegt, und da können wir eben auch nicht Gegenbeschäftigte entwickeln, sondern wir wollen die auch abholen und mitnehmen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sonst hat man hinterher einen toten Beschluss. Wir konnten auch die Document Foundation gewinnen mit LibreOffice. LibreOffice sozusagen mit den Büroanwendungen, die Kernanwendung für den schreibenden Beruf der Verwaltung. Und das da am Anfang schon mitnehmen zu können, war für uns auch ganz wichtig. Wir haben auch Digital Courage, die sich ja viel für Datenschutz engagieren.
Freie Software ist ja per se eine datenschutzfreundlichere Technologie als proprietäre Software, weil eben unabhängige sachverständige Dritte auch hineingucken können und bewerten können, welche Vorgänge in der Software eigentlich laufen. Aber wir würden auch gerne noch weitere Rahmenbedingungen für Datenschutz mit in unser Programm aufnehmen. Wir haben auch die OSBA, die Open Source Business Alliance, die kommen noch so aus unseren Anfangstagen, weil wir von Anfang an auch deutlich machen wollten, dass wir kein rein akademisches Argument führen wollen, ob freie Software oder proprietäre die bessere Alternative wäre, sondern wir brauchten auch von Anfang an die Möglichkeit zu zeigen, ja, es gibt Partner, die auch tatsächlich die Programmierleistung umsetzen können, die wir uns so vorstellen. Und last but not least haben wir die Pauluskirche und Kultur. Das ist eine lokale Gemeinde bei uns in Dortmund, die nochmal den Kontext ein bisschen weiter in ethische Dimensionen zieht, die eben auch überlegt, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass wir alle Menschen mitnehmen? Wie können wir einen inklusiven Ansatz schaffen? Und da bietet natürlich freie Software die viel höhere Möglichkeit als proprietäre Software, wo ja auch ein Kaufzwang hinterhängt, wenn ich jetzt mit meiner Verwaltung kommunizieren möchte, aber die mir nur Microsoft Office-Dokumente schickt. Ja, wie so häufig, um das kurz zu resümieren, ist Vielfalt, würde ich sagen, der Schlüssel. Ist ja häufig im Leben so, dass Vielfalt der Schlüssel ist und das Ganze bringt so ein gewisses demokratisches Gewicht auch mit. Also wenn ich jetzt mit einem Kumpel von mir ganz tolle Argumente habe, dann mögen wir Recht haben, aber in der Demokratie geht es eben auch darum, gewisse Mehrheitsverhältnisse zu schaffen und die auch in die Verwaltungsstruktur und zu den politischen Entscheidern zu spiegeln, dass das nicht eine isolierte Überlegung jetzt ist, auf die man sich da begibt. Ja, den Pinguin, der hier vorne auf dem Tisch sitzt, den kennen Sie sicherlich, Tux, das Linux-Maskottchen. Das Logo hier kennen Sie vielleicht auch, das war mal das Linux-Logo, also Tux mit dem Stadtwappen von München, das Sie da benutzt haben. Und da gehen wir einen anderen Weg ein ganzes Stück weit als München. Das ist sozusagen der Weg, den wir daneben stellen mit unserem Logo. Und das ergibt sich so ein Stück weit auch aus den Kooperationsstrukturen. Dofos wächst ja nämlich aufgrund dieser Strukturen viel stärker von unten und viel weniger institutionell eingesetzt von oben. Das ist also ein gegenläufiger Ansatz, den wir da verfolgen als München, wo die freien Softwarebemühungen eben vorrangig von einem Oberbürgermeister nach vorne gestellt wurden. Und das kann dann natürlich auch viel schneller alles wieder wegnicken, wenn das so eng institutionalisiert da geführt wird. Und dies, würde ich sagen, ist auch erstmal eine gute Nachricht so hinsichtlich der Partizipationsstruktur, denn Dofos speist sich viel stärker direkt aus der Gesellschaft. Was ist der, oder wie würde ich den Unterschied noch zwischen Linux und Dofos an der Stelle benennen? Während München einen sehr reinen leeren Ansatz gehabt hat, der mir auch sehr sozusagen aus dem Herzen spricht, wir brauchen dringend eine viel stärkere Strategie für freie Software, war es doch sehr wenig resilient. Also es ist doch sehr starr gewesen, auch in der Entwicklung. Und da haben wir uns sozusagen für folgenden Formelsatz entschieden, nämlich dass wir freie Software konsequent gegenüber proprietärer Software priorisieren wollen. Lässt natürlich dann sozusagen auch die Möglichkeit, dass man sich mal für ein proprietäres Produkt entscheidet, wenn es erstmal kein freies Produkt an der Stelle gibt oder es dem großen Ganzen des Migrationsweges nicht zuträgt, wenn man jetzt ein freies Produkt nehmen würde. Aber der Polarstern ist damit immer klar gesetzt Richtung freie Software und dann hat man so eine gewisse Resilienz drin, eine gewisse Biegsamkeit und ruft auch nicht so viele Beharrungskräfte hervor, ne? Weniger Widerstände. Ja, das ist unser Logo für unsere Kooperationsstruktur mit der Stadt. Geht also so ein Stück weit um freie Software im Fokus, aber eben auch um die Gemeinschaft darum herum und wie man das einbettet. Da ist ein ganz wichtiger Wirkfaktor, den wir für uns mitgenommen haben, die Debatte um freie Software in aktuelle Wirkungszusammenhänge einzusetzen. Ich erinnere mich da auch nochmal an die Veröffentlichung der NSA-Dokumente durch Edward Snowden. Das war ein Moment, der uns eine unheimliche Dynamik auch in der Verwaltung nochmal ermöglicht hat, weil man auf einmal nicht mehr sagen konnte, ja, ist ja theoretisch das mit den Backdoors und so. Das mag technisch gehen, aber das machen die nicht. Aber dann lagen auf einmal die Dokumente auf dem Tisch, also konnte man das nicht mehr bemühen an der Stelle und wir konnten sozusagen durch die Leistung von Snowden da auch ein ganzes Stück weit weiterkommen. Später hat der heutige Digitalminister von Schleswig-Holstein, Jan-Philipp Albrecht, auch von der Softwarekolonie Europa gesprochen und auch diese Formulierungen, die dann da kommen, die bringen uns natürlich auch ein Stück weiter, weil das schön knackig ist und Leute doch nochmal ins Nachdenken bringt. Die gemeinsame Arbeit zusammen zwischen Dofos
um Dosis in dieser Arbeitsgruppe, wo auch der Personalrat von Anfang an mit eingebunden ist, um eben die Beschäftigten nicht am Ende vor ein Ergebnis zu stellen, zu sagen, ah, das haben wir uns überlegt, ist nicht schlecht, oder? Sondern der kann eben die ganze Zeit mit daran arbeiten. Das ist für uns unheimlich wichtig. In dieser Arbeitsgruppe geht es für uns unheimlich stark darum, dass wir uns erstmal auf diese Verantwortung auch einlassen. Sozusagen freie Software immer wieder zu fordern, ist ja sehr mantraartig, ist ja ein Stück weit auch einfach. Jetzt wird es aber eben konkret und dieses abstrakte Fordern nach freier Software, das muss für uns jetzt auch ganz konkret werden und hat erstmal bedeutet, dass wir ein ganzes Stück weit auch aus der eigenen Komfortzone raus mussten und uns eben mit Sachen konfrontieren mussten, von denen wir auch erstmal weniger Ahnung hatten. Es ging in dem Prozess auch stark darum, dass wir uns auf Verwaltungssprache einlassen. Ist auch nicht so einfach, ist manchmal ein bisschen dröge. Ich erlebe das ja selber beruflich regelmäßig. Und damit einhergeht auch ein gewisser Harmonisierungsprozess, nämlich dass wir unterschiedliche Wissenssysteme anerkennen. Während Dofos oder insgesamt so mein Eindruck in der Informatik ja eher so ein bisschen agil orientiert ist, flexibel orientiert ist, ist eine Verwaltung noch eher genau anders, formal, mit langen Entscheidungswegen. Und das sind erstmal zwei Welten, die da aufeinanderprallen, aber wo in der anderen Welt, eben in der Verwaltungswelt, auch eine Menge Wissen steckt, das wir für diesen freien Softwareprozess urbar machen können. Und in dem Sinne, in dem Geiste, geht es eben ganz stark darum, den Dialog zu suchen und sich die Erfordernisse auch des IT-Betriebs des Gegenübers, also dieser Verwaltungsstruktur, uns die auch zu eigen zu machen und die auch als unsere sozusagen anzuerkennen. Und auf dem Weg kam es dann sozusagen zum Herzstück und dem aktuellen Stand, den wir heute haben, nämlich dass wir diese Potenzialanalyse für freie Software im Moment gemeinsam in dieser Arbeitsgruppe verfolgen. Und da geht es für uns jetzt darum, einen Bericht vorzulegen, Anfang im ersten Quartal 2020 ungefähr. Und bis dahin müssten wir die Verwaltung ein ganzes Stück weit eben zum Leben erwecken. Es geht darum, nicht nur freie Software zu wollen und zu gucken, wo sind die technischen Stellschrauben, sondern wir müssen eben auch Prozesse dauerhaft für das Gelingen von freier Software etablieren. Ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel, woher weiß der Vergaberechtssachbearbeiter, der eine neue Software einkauft, welche Lizenzen sich überhaupt als frei qualifizieren? Auf welche Liste kann er da zurückgreifen? Das muss ja in irgendeinem Prozess vorher festgelegt sein. Ich zu Hause, ich kann das natürlich nachgucken, nehme irgendeine Quelle, aber eine Verwaltung braucht natürlich erstmal einen klar definierten Prozess, wie das gehen kann, und den Prozess wollen wir natürlich auch gestalten. Für den begleitenden gesellschaftlichen Dialog, den wir zusätzlich zu dieser Potenzialanalyse wichtig sehen, ist es, glaube ich, auch wichtig, das Abstrakte zur Unterstützung einer Übertragungsleistung konkret werden zu lassen. Also wozu überhaupt freie Software? Und dazu haben wir uns andere Muster regelmäßig angeguckt, andere Kontexte für die freie Software-Debatte, denn Software selber ist ja für die meisten Leute so ein ganzes Stück weit eher wie Mathe. Man hört davon und es fängt schon so an, so leicht kalt den Rücken runterzulaufen und sagt, ja, die drei da vorne, das sind so ein paar Nerds, die kümmern sich immer darum und schiebt die Debatte damit in so eine bestimmte Richtung. Aber natürlich ist es eine gesellschaftlich revolutionäre Kraft, die da vonstatten geht, die für uns alle wichtig ist. Deshalb sollten wir die verstehen, zumindest eben in den Grundzügen. Und für andere Kontexte haben wir eine ganze Palette anderer Themen identifiziert und diese auf dem dafür extra ins Leben gerufenen Gemeingütertag zusammengebracht. Und damit wollen wir auch einen Hang zur Versäulung des eigenen Sektors überwinden. Also wir tendieren ja dazu, so ein bisschen in der eigenen Bubble irgendwie so festzuhängen und gar nicht sozusagen die Parallelen auch zu sehen, die es so gibt. Mindestens einen davon müssten Sie wiedererkennen, ungefähr in der Mitte. Bin ich mit meinen Kollegen aus der Klimaschutzstelle und das sind wir, wie wir die Sanviva ernten, bei uns bei einer Solavi, bei einer solidarischen Landwirtschaft. Die Sanviva ist die erste Open Source lizenzierte Tomate. Wir haben noch den Restbestand hier vorne stehen, können Sie gerne kosten. Die sind ganz fruchtig, aromatisch. Und damit zeigt man eben, dass sowas wie ein freier Zugang zu Dingen nicht nur auf die Softwarewelt beschränkt ist, sondern das finden wir eben auch in ganz unterschiedlichen Themenbereichen. Und ich habe selber mit diesem Thema sehr positive Erfahrungen gemacht, weil es wenig Abstraktes. Man kann es anfassen, man kann es riechen, man kann es essen und dann hört man, dass man sonst das Gemüse nicht weitergeben darf oder dass es sogar hybrid ist und dass es gar nicht mehr keimfähig ist. Und das finden die Leute dann schon auch skandalös.
Noch ein Wirkungszusammenhang, den wir für uns entdeckt haben, sind die globalen Nachhaltigkeitsziele, die SDGs von den Vereinten Nationen. Da ordnen wir freie Software in den Bereichen der Ziele 12 und 17 ein. Es geht also um nachhaltigen Konsum und Produktion. Freie Software gilt es eben, global zu denken, während man auch lokal handelt. Wir haben mit freier Software die Möglichkeit für Technologietransfer, eine ganz entscheidende Geschichte, glaube ich, für globale Gerechtigkeit auch. Und wir zeigen mit freier Software auch, dass es darum geht, Partnerschaften zu bilden und gemeinschaftlich an Dingen zu arbeiten. Und damit leistet man auch wieder gleichzeitig im Bereich der Nachhaltigkeit von Software, da geht es ja auch stark bei den SDGs drum, geht es auch ganz stark in die Richtung, dass man die Green IT-Bestrebungen, also möglichst ressourcenschonenden Hardware-Einsatz überhaupt mit freier Software viel besser steuern kann. Und ich würde sagen, freie Software an sich ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Dann, da sind wir jetzt im Moment so, es geht um Commons. Es geht darum, Commons, also Ressourcen, die man in selbstorganisierten Prozessen gemeinsam verwaltet und bewirtschaftet und pflegt, dass wir da viel stärker jetzt einen Ansatz auch bei uns in Dortmund verfolgen. Das ist ein Ansatz, den ich glaube, den wir früher auch hätten ausprägen sollen, als wir die Kooperationsstrukturen aufgebaut haben. Aber damals war die Entwicklungsgeschwindigkeit von Dofos höher als unsere zur Verfügung stehenden Ressourcen. Das würde ich sozusagen im Nachhinein gerne korrigieren, also dass Menschen sich viel mehr in diesem Prozess des gemeinsamen Weges auch zu freier Software sehen können und dass wir da bestimmte Entscheidungsstrukturen auch gemeinschaftliche haben. Als sehr positives Beispiel kenne ich da die Document Foundation auch nochmal nennen, die ja sozusagen das Gemeingut LibreOffice in einem gemeinschaftlichen Prozess offen verwaltet. Also wenn ich mich da engagieren möchte, kann ich mich da einbringen und mich damit drum kümmern. Die pflegen also LibreOffice, die Büroanwendung als Commons-Gut. In dem Zusammenhang ist es, glaube ich, auch wichtig, freie Software als Prozess eben zu begreifen und nicht als recycelbare Forderung, die ich einfach immer wieder bringen kann, sondern es geht darum, einen integrativen Ansatz zu finden, und zwar sowohl sachlich als auch menschlich und eben inklusiv zu sein und möglichst Menschen eben mit in den Prozess zu nehmen. Und Commons zu formen, das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe für die Übertragbarkeit. Deshalb ist das Wichtigste, was ich sagen kann im ganzen Vortrag eigentlich, macht lokal eigene Erfahrungen. Und wenn wir als Dofos dabei unterstützen können, dann machen wir das gerne, genauso wie das sicherlich die Organisationen, die ich euch kurz vorgestellt habe, auch gerne machen. Ja, hier nur noch mal eine Wortwolke. Ich weiß, das ist zu viel zum Lesen. Das hattet ihr auch in der Einladung so gesehen. Das sind die Ziele der Stadt Dortmund, die sie mit freier Software verknüpft. Die gute Nachricht ist, es passt immerhin noch auf eine Folie. Ich will einfach mal drei davon hervorheben. Zum einen ganz oben die Reduzierung der Herstellerabhängigkeit. Und da merkt ihr auch wieder, in dem Wort Reduzierung steckt so eine gewisse Resilienz. Also da steht nicht Abschaffung, Beendigung der Herstellerabhängigkeit, sondern eine Reduzierung. Ein bisschen flexiblerer Begriff erstmal, aber da auch nochmal die sehr gute Nachricht, dass diese Idee, als das erstmal verstanden war, was das bedeutet, herstellerabhängig zu sein, dass das die Stadt für sich selber auch als ganz starkes Ziel angenommen hat, das möglichst stark jetzt aufzulösen. Genauso ist es mit der Erhöhung der Flexibilität und Steuerungsfähigkeit beim Softwareeinsatz, da auch nochmal eine gewisse Resilienz in der Formulierung, genauso wie ganz unten eine Erhöhung der funktionalen Transparenz. So, und damit mache ich einen kurzen Zukunftsausblick. Ich habe ja am Anfang einmal mich auf die offenen Kommunen NRW bezogen. Die sind eben ganz groß da drin, Barcamps zu machen, also institutionalisierte Wissenshierarchien auch abzubauen. Und da ist es jetzt unser Ziel, bevor wir diesen Bericht in den Ratsprozess geben, der also beschlossen wird, dass wir unsere gemachten Erfahrungen einmal in diesen Barcamp, in dieses Barcamp hineintragen und sie da auch reflektieren, die da offenlegen, um unser eigenes Wissen zu überprüfen und den Prozess, den wir da gehen, auch stärker nochmal in der Zivilgesellschaft verankern. Steckt also auch so eine Commons-Überlegung drin. Und eine Frage, die Dofos in das Barcamp hineintragen möchte, ist folgende: Wie können wir die Ergebnisse der Dortmunder Potenzialanalyse zu freier Software auf andere Städte übertragen? Und zwar so, dass Synergien freier Software interkommunal genutzt werden können.
im Sinne der interkommunalen Vernetzung zum Thema freie Software in öffentlichen Verwaltungen, das ist ja alles sehr ähnlich. Wir hoffen jetzt da sozusagen eine erste sehr starke kommunale Referenz schaffen zu können. Und in diesem Sinne der Vernetzung ist Dofos eben auch, haben wir schon mal nach vorne geguckt, über foss.nrw erreichbar. So, und in diesem Sinne freue ich mich selber jetzt auf die weiteren Erkenntnisse, die ich hier so auf der Konferenz noch sammeln darf, um sie auch in den Prozess in Dortmund einbringen zu können, besonders die Dimension um die Nachhaltigkeitsfragen. Und das war damit unser Beitrag von Dofos für die freie Software-Community vom Sollen zum Wollen. Und ich danke der Bits und Bäume für diese unheimlich wichtige Konferenz und Ihnen für die sehr zusammengepresste Aufmerksamkeit jetzt. Vielen Dank.